Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Hier, oh, das ist ein Ort alter Magie hier. Hallo, Straßenköder. Akio. Na? Da. Mir dein Fell. Incendio. Und dich zünden wir direkt an. Wunderbar. Ich will noch schnell was anpassen. Ich will hier auch... Nee, ich will Akio hier nicht reinmachen. Mach mal... Hier kann ich noch was erforschen. Zu der alten Magie. Verlassen. Okay, und jetzt muss ich hier rein. Ja, irgendwie werden wir ja wohl hier reinkommen, oder? Durchs Fenster sicher nicht. Was war das? Ah. 49 Galeonen. Ah, fuck. Incendio. Ja, anzünden. Dann hier. Einsammeln. Dann gehen wir mal hier hoch. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal was. Und das letzte. Ah, das ist unter mir. So, runter. Komm jetzt, spring schon. Ja. Ah, schon fertig. Wenn Fick das nur gesehen hätte. Okay. We did it. 100 DP hat das gegeben. Cool. Dunkler Kräuterkundlerhut. Oh, und das ist ein grüner Pfeil nach oben. Das finde ich super. Ah. Brauch Level 26 dafür. Ach, scheiße. Naja. Pech gehabt. Ist hier unten noch? Ah. Hier geht's raus. Okay. Ein Händler. Was hast du denn so? Hi. Leopold Bebko. Hallo. Haben Sie... Allerdings. Aber... ich erkunde gerne. Ja, ich will wissen, warum ich hier draußen auch bin. Leopold ja, und jetzt, ich will doch nur. Ohne einen guten Namen. Ja. Bla bla bla. Gut. Die Waren was anschauen. Verkaufen Sie hier? Dann verkaufe ich jetzt halt das Ding, was ich vielleicht bekommen habe. Sie etwas, das Sie brauchen. Und weg. Ich hoffe, dass wir noch öfter ins Geschäft kommen. Ein Besen. Himmelssensenbogen. 5000 Galeonen. Ja, fuck me, ha? Es war mir ein Vergnügen. Ja, mir nicht, wenn ich deine Preise sehe. Oh, Handbuchseite. Na komm. Rivelio. Ist hier? Ja. Squib Cottage. Diese idyllische Cottage gehört einem alten Squib. Der es vorgezogen hat, in der Welt der Zauberei zu leben, anstatt sich bei den Muggeln zu integrieren, wie seine Squibs tun. Er begnügt sich damit, sein Land ganz ohne Magie zu bewirtschaften und die umliegenden Dörfer mit frischem Obst und Gemüse zu versorgen, auch wenn er bei dem ein oder anderen Kürbis gelegentlich einen Schwellzauber durchführen lässt. Oh. Was ist hier, komm. 16 Galeonen. Irgendwo noch eine Flohflamme? Östliches Tal von Hogsmeade. Da will ich noch schnell hingehen. Weil jede Flohflamme ist Gold wert. Na komm. Sehr gut. Guck mal, ich kann sogar Sachen auf Besen einsammeln. Cool. Aber jetzt gehen wir zur Nutty. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Unterbrich einen angreifenden Straßenköter mit Depulso. Okay. Hey. Straßenköter, komm mal her. Depulso. Ja, zu langsam. Zu langsam. Da ist aber noch einer. Komm mal her. Na komm. Los. Oh ja. Zerteile einen gefrorenen Gegner.
Okay. Ich denke mal, mit dem Zerteilen ist, oder warte mal. Aber das habe ich ja noch. Bombarda kann ich dann noch lernen. Dipendo, was ist das hier? Transformation. Und natürlich noch die dunklen Künste. Ich denke mal schon, dass es mit Dipendo gemacht werden muss, oder? Revelio. Farbiger gestreifter Schal. Okay, lass mal gucken. Ah ja, das sind ja noch Handbuchseiten. Oder eine, beziehungsweise. Nee, es sollten mehrere sein. In Hogsmeade. Noch zwei, drei liegende eingesammelt. Aber die werden hier nicht angezeigt. Okay. Gehen wir mal zur Ausrüstung. Plus zwei Angriff. Okay. Ist ausgerüstet. Und dann müssen wir natürlich wieder den Schal der dunklen Künste auswählen. Na, meine Kleinen. Süße Kätzchen. Kann ich die einsammeln? Nee. Wäre es ja gewesen. Da unten sind noch ein paar Wilderer. Der Straßenköter kann so weg. Okay. Setze Protego erfolgreich ein, okay? Da kommt. Sehr gut. Scheißdreck werde ich, verstanden? Das ist schon geiler Damage von Dipendo. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Grün gestreifte Handschuhe. Straßenköterfell. Revelio. Sonst ist hier nichts. Doch, hier ist auch eine Truhe. Hm. Komm ich in die. Ah, so. 52 Galeonen. Schloss auf Stufe. Komm, wir lassen das Ding mal frei. Bin ja. Ich habe ja ein gutes Herz. Von daher. Lassen wir das Zeugs frei. Vielleicht kann ich es ja einfangen. Können nicht gerettet werden. Ey! Warte mal. Arresto Momentum. Scheiße. Revelio. Ah, er ist weg. Naja. Pech gehabt. Ah ja, eine Erschwinderin. Hm. Okay. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, ja. Komm, wir gehen jetzt hier zur Burg. Oh, was ist hier noch? Ein Zugriff mit Besen oder Reittier. Scheiße. Na dann, laufen wir halt rein. Ist doch irgendwas. Ist es? Ein Schatzgewölbe. Gehen wir mal rein. Das sollte ich untersuchen. Ja, klar. Nein, kann ich nicht. Ach, fuck. Pech gehabt. Ich muss die Demigeist-Statuen finden. Naja. Erstmal die Flohflamme aktivieren. Schloss Valbarton. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für allemal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen.
Ja, dann los. Ich helfe dir mit dem Brief, Natti. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang. Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Oder ich bekämpfe einfach alles und jeden. Naja, ach, guck mal, ich muss wahrscheinlich hier runter. Rebellion. Hi. Kann ich dich? Nee. Du bist sehr gut, du bist ja kein Tierwesen. Eier einer Erschwinderin mitnehmen. Erklimme die Festungsmauer. Ah, warte, hier kann ich doch sicher hochklettern, oder? Müsste doch gehen. Nein? Ah, hier geht's. Okay. Nochmal eins hoch. Rebellion. Alright. Was ist das? Was das wohl ist? Accio. Das war nichts. Ah. Vielleicht es hat geklappt. Nimm das mal mit. Hier, ist hier sonst noch was? Ah, eine Truhe. Wettbewerbsfähiger Schulumhang, ja, der mir gar nichts bringt. Naja. Okay. Warte mal. Ja. Und dann sollten wir so hochklettern können. Genau. Ja, perfekt. Rebellion. Alles noch ein bisschen durchsuchen. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Accio. Mal schnell alles kaputt machen hier. Kann ich nicht aktivieren. Was anders machen. Okay. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, es gibt schon anderen Wege, aber da komme ich aktuell gerade noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Also ich meine, hier geht es ja schon durch, aber... Das hier ist ja das Problem. Ich muss hier irgendwie reinkommen. Fragt sich nur wie. Ah, warte mal. Blaue Sonnenschutzbrille. Alles, was ich verkaufen kann, ist super. Ah, warte mal. Ah, ich kann das hin zu hier zu mir ziehen. Und dann, ja, ist ja logisch. Und dann kann ich rein. Okay. Perfekt. Immer drin. Aha, das könnte das Tor hochziehen. Mhm. Rebellion. Gut. Accio. Ah, warte. Aber einfach so, komm. Müsste das Tor offen sein. Mich verarschen? Ist wieder geschlossen. Rebellion. Ah, warte mal. Accio. Ah. Jetzt ist es offen. Bin gleich da. Okay. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Mach du das. Hallo, Rebellion. Folge Natti, ja, dann mach mal. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Was machen die da? Haltet das Vieh fest! Yeah.
Hakenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Zurück zum Dach damit. Los! Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Irgendwo. Tja, dann suchen wir den. Aber erst morgen. Ich bin zwar Wilderer, aber ich hasse Tierwesen nicht. Wir hatten früher einen Knie. Ja, die sollen mal ruhig reden. So, wir sehen uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.